Warte. Lediglich bei 7% der Einstellungen von Privatunternehmen in Luxemburg ist die Arbeitsverwaltung ADEM die vermittelnde Instanz von Bewerbern. Dies geht aus einer aktuellen Studie von SEPS Instead hervor. Demnach setzen die Firmen anscheinend kein großes Vertrauen in das Arbeitsamt. Nur 40% der freien Stellen werden bei der Arbeitsverwaltung angegeben. Für die kommenden Tage heißt es weiter aufgepasst auf Straßen und Bürgersteigen. Nach wie vor können die Temperaturen in der Nacht unter die 0-Grad-Marke fallen und dann kann es glatt werden auf den Straßen. Der heutige Mittwoch bringt weiterhin frostige Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und vereinzelt Schneeschauer. Meteorologen warnen deshalb weiterhin vor glatten Straßen und erhöhte Aufmerksamkeit ist von Autofahrern gefordert. Das Formel-1-Comeback von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist offenbar perfekt. Der 40-Jährige hat einen Einjahresvertrag beim neuen Mercedes-Werksteam unterschrieben. Demnach soll Schumacher für sein Comeback nach 3 Jahren 7 Millionen Euro erhalten. Bei Mercedes würde Schumacher mit dem 24-jährigen Nico Rosberg ein deutsches Team bilden.